ja, sollten die getrennt werden. Ich meine, also zum Beispiel, wo halt die Kirche groß vorkommt, ist zum Beispiel in Schulen katholische Erziehung und so weiter. Ja, bin ich blöd, oder was? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, musst du hier rein. Da haben wir die Schaufel, da haben wir die Schaufel. Ich lehre mal hier hin. So. Super. Ist ja voll gelohnt, dass wir die Schaufel da noch ausgepackt haben. Was wäre wohl passiert, wenn... Alter. Ach so. Das hätten wir wohl gemacht, ohne die Schaufel. Ja, sollten diese zwei Sachen getrennt werden? Also wir in der Schule, wir haben ja katholische bzw. evangelische, also evangelischen Religionsunterricht. Also ich persönlich jetzt nicht. Ich bin bekenntnislos. Also, ja. Und zwar auch nicht bloß, weil ich nicht bloß getauft wurde, sondern, also, so Sachen wie Gott oder so, ich kann mir sowas einfach nicht vorstellen, dass es sowas geben soll. Oder so jemanden. Also, das ist irgendwie nicht physikalisch, rational erklärbar und so. So, vier passt noch. Also, da tue ich mich eigentlich ganz schwer, mir sowas vorzustellen, dass da oben jemand sitzt und die Fäden zieht eigentlich. Ja, so kann man es wohl ausdrücken. Dass wir sozusagen erschaffen wurden. Also, ich würde ja auch mal interessieren, wie sowas überhaupt entstanden ist. Also, ich meine, ja gut, das hat sich irgendwann jemand ausgedacht. Weil ich meine, ja gut, kann jetzt auch sagen, die ganz Religiösen können natürlich jetzt sagen, nein, okay, das war, haben wir jetzt drei Karotten, dass, ja, die, was würde ich sagen, ja, dass Gott auch schon zu Moses und was weiß ich ja, gesprochen hat und denen da die Schriften übermittelt hat. Aber, also zum Beispiel, für mich ist das fremdes Land. Und deshalb, ich meine, wie ist es gekommen, dass, das frage ich mich auch, also, ja gut, dass die Menschen schon immer irgendwie religiös waren, das ist schon klar. Ich könnte eigentlich eine Schaufel machen. Ja, ein Erdchen aus Erde oder was. Dann nehmen wir zwei. Ich laufe jetzt da nicht nochmal, ja. Dann das Zipster-mäßig und machen die Schaufel links. Nee, also, ich meine, nimmt er eigentlich auch Einfluss? Zum Beispiel auf die Erziehung der Kinder. Und, ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn man schon von Grund auf so erzogen wird, also zum Beispiel jetzt, sagen wir, katholisch, dann wird man diesen Glauben eher übernehmen, aber sollte man sich nicht seinen eigenen Glauben bilden und nicht von Grund auf so erzogen werden? Ich meine, zum Beispiel, das ist dasselbe wie bei mir in FIFA. Ich habe, ja, ich spiele FIFA. Und ja, dabei bleibe ich. PES, also Pro Evolution Soccer, brauche ich gar nicht ausprobieren. Ist mir wurscht. Also,
ne, ich bin sozusagen mit, also mit FIFA aufgewachsen, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe, oh, was habe ich FIFA gespielt? Ich habe FIFA 08 gespielt, dann habe ich FIFA 12 gespielt und dann 13 und 14. Jetzt, wenn ihr euch fragt, was das wird, ja, das werdet ihr schon erfahren, früher. Die Idee hatte ich jetzt gerade erst. Ja, genau, also sollte man sich nicht seine eigenen, also nicht seinen eigenen Glauben bilden, nein, das meine ich nicht, sondern später entscheiden, ob man das dann glauben will. Also, wie bereits gesagt, wenn man so erzogen wird, dann glaubt man es ja eigentlich leichter, wenn so ab der Kindheit. Gut, ich meine, es sind jetzt nicht alle so, dass das da jeden, in jeder Familie jeden Sonntag in die Kirche gegangen wird, wenn die jetzt katholisch sind. Also so ist es nicht. Das weiß ich von Freunden und so, aber da bleibt dann auch die Frage, jawohl, glauben die das dann eigentlich noch wirklich? Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Jetzt, ja, glauben. So als, wenn man jetzt U-Boot-Christ ist. U-Boot-Christen sind, weiß ich, dank Genial Daneben, Genial Daneben, unglaublich geile Sendung. Schade, dass sie nicht mehr, also dass er abgesetzt wurde. Ja, ist man als U-Boot-Christ noch wirklicher Christ, oder? Also ich weiß es nicht. Die, also U-Boot-Christen gehend sind Leute, die ja den christlichen Glauben haben, aber nur Weihnachten in die Kirche gehen. Also sonst dass sich das ganze Jahr nicht blicken lassen, also sozusagen untertauchen. Ich hätte mal was mitnehmen sollen von unten am Essen. Und dann bloß an Weihnachten. Jetzt muss ich mal was trinken. Sorry. Ja, und dann bloß an Weihnachten in die Kirche gehen. Das sind U-Boot-Christen und glauben die das dann auch wirklich noch? Weil ich meine, wenn man so richtig überzeugt davon wäre, also gibt's bestimmt, also dass es da welche gibt, die wirklich richtig davon überzeugt sind, das, da braucht man gar nicht streiten, das ist klar, gibt's immer irgendwelche. Aber sind diese Leute das dann eigentlich? Sind das dann richtige Christen? Haben wir 5 Eisen dabei gehabt? Oder habe ich die vor in weiser Voraussicht abgelegt? Ich habe sie dabei gehabt. Fuck. Okay, wir haben 5 Eisen verloren. Ist scheiße, aber können wir ertragen. So, jetzt erstmal ein bisschen Rüstung machen. Hey, das reicht genau für eine Rüstung. Gut. Sehr schön, dann wollen wir jetzt nicht mehr so viel Angst vor Stürzen haben. Oder vor Mobs. Dann haben wir schon mal eine Eisenrüstung. Aber wir müssen jetzt erstmal, bevor wir da weiter auf Eisensuche gehen, die Nahrungsversorgung sicherstellen. Wenn wir jetzt Nandobots hätten, dann... Ja, ich habe die Erde nicht mitgenommen. Aber ich habe Erde dabei. Ja, gut. Wenn wir jetzt Nanobots hätten und genügend Energie, könnten wir die für uns arbeiten lassen. Ja? Da wir die aber nicht haben, ist das Problem. Müssen wir das selber machen. Warum ist die Playlist jetzt durch? Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Nein, ich brauche die Stonehall. Also das könnt ihr mir mal verraten in den Kommentaren. Geht ihr in die Kirche? Also seid ihr... Ja, gut, vielleicht seid ihr auch Buddhist, Hinduist oder Hinduistin. Ja, aber beides.
Seid ihr dann auch überzeugt von eurem Glauben oder habt ihr bloß euren Glauben? No, mein Gott, damit man hat. Weil die Familie den halt so hat. Oder glaubt ihr da wirklich dran? Das, was da so sich für Geschichten um diesen Glauben waren. Wäre eigentlich schon ganz interessant. Zu wissen. Also, ich kenn's bloß aus meinem Freundeskreis, dass da ein paar so, ne, zwar Katholiken sind, aber, ja, mit der Kirche, ne, ist das so eine Sache dann. Das sind dann typische U-Boot-Christen. So, ich habe das Problem ja nicht. Wie bereits vorhin gesagt, ich bin Atheist, da. Ich glaube gar nichts, solange es nicht irgendwie beweisbar ist. Und Gott ist weiß Gott nicht beweisbar. Zumindest bis jetzt nicht. Ich setze mich hier runter. Ich habe die zweite Schaufel schon angefangen. Verdammt. Ich habe noch einen Plan im Kopf, also nicht bloß den, was ich jetzt mache, sondern noch was anderes. Das wird aber. Da muss ich noch schauen, ob das überhaupt geht. Das wird von da oben dann. Naja, das werde dann sehen. Wenn es kommt. Ja, wie bereits irgendwie in der ersten Folge so gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, rein in die Kommentare. Ja, aber. Ich werde die dann von mir aus dran nehmen. Also nicht bloß Themenvorschläge, Fragen von mir aus. Zu meiner Person, zum Kanal, zu sonst wem. Sind die schon gewachsen? Ja, soll ich die jetzt dafür brauchen? Auf einmal wird Bone Meal zum kostbaren Gut. Ne? Ich schaue jetzt kurz nochmal darüber. Wenn man halt jetzt sprinten könnte, habe ich. Ne, ich habe nicht mal mehr Rotten Flash. Also verrottetes Fleisch. Ne? Da ist ein bisschen was gewachsen. Gefällt mir. Wie Trenchcoat jetzt sagen würde. Trenchcoat ist der. Händler bei. Also dieser fliegende Händler. Okay, ist nichts kaputt gegangen. Oh. Bei 2170. Da dann immer mit seiner. Fat Lady heißt sein Schiff. Mit seiner Fat Lady kommt. Und dann. Hab ich. Ja, die Ho ist kaputt gegangen anscheinend. Weiß ich gar nicht mehr. Was ist denn los mit der Playlist? Warte mal. Will die nicht mehr oder was? Schon wieder der. Ja, die hab ich auch schon. Naja, den Track hatten wir so auch schon 100 Mal, aber komm, scheiß drauf. Ich hab 5 Weizen. Hallo, mein Brötchen. Ein täglich Brot. So, können wir wieder ein bisschen sprinten. Zwar nicht lange, aber bis davor sollte es reichen. Kurzer Grafikfehler. Ja. Ich könnte mal das werdet ihr dann sehen, weitere Projekte, die irgendwann kommen werden. Also da ist schon einiges in Planung, was hier noch so auf dem Kanal kommen wird.